Hallo, liebe Deutschlernende! Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen gemerkt, dass ich ein bisschen krank war, ja, weil meine Stimme sich ganz anders anhörte, ja, viel rauer, ja. Und jetzt habe ich 11 Stunden geschlafen am Stück und es ist echt schön, wie gut sich der Körper erholen kann, während man schläft. Ja, mir geht es jetzt viel, viel besser, weil ich 11 Stunden geschlafen habe. Also gute Neuigkeiten, ja. Ich bin fit, ich bin munter, und ich habe jetzt volle Energie für den heutigen Vlog. Und heute sprechen wir über deshalb. Deshalb. Ja, deshalb, laut Wiktionary, weist auf eine vorausgehende Ursache oder einen Grund hin und bezeichnet die Folge. Was heißt das? Was heißt das? Nun, es ist wieder eines dieser Wörter, die etwas ersetzen können oder die auf etwas hinweisen. Zum Beispiel, er war vermögend, ne, er war reich, er hatte viel Geld. Er war vermögend und hatte deshalb großen Einfluss. Ja, es geht um den Grund bei deshalb. Ja, er hatte deshalb großen Einfluss. Und deshalb ersetzt wieder etwas, ja, deshalb kann zum Beispiel ersetzen, weil er vermögend war, hatte er großen Einfluss. Ja, er war vermögend und hatte, weil er vermögend war, großen Einfluss. Ja, er hatte deshalb großen Einfluss. Ja, das deshalb bezieht sich auf den ersten Satz. Ja, der erste Satz ist, er war vermögend. Und dann im zweiten Satz, ja, er hatte deshalb großen Einfluss. Dieses deshalb bezieht sich auf, er war vermögend. Ja? Er war vermögend und deshalb hatte er großen Einfluss. Oder? Du weißt es nicht? Nein. Deshalb habe ich gefragt. Ja, also die erste Person sagt, was weißt du nicht? Ja, und dann sagt die andere Person, nein, deshalb habe ich gefragt. Ja, wie spät es ist? Ja, wie spät ist es? Ja, sage ich. Die andere Person sagt, du weißt nicht, wie spät es ist? Und dann kann ich sagen, nein. Deshalb habe ich gefragt. Ja, deshalb steht für den Grund. Ja, nein, weil ich nicht weiß, wie spät es ist, habe ich gefragt. Ja, deshalb habe ich gefragt. Ja, also wieder geht es um den Grund. Ja, ich muss jetzt los, schon deshalb, weil die Kinder seit heute Nachmittag alleine sind. Ja, die Kinder sind alleine und deshalb muss ich los. Ja, ich muss mich um die Kinder kümmern. Ja, ich muss jetzt los, schon deshalb, weil die Kinder heute Nachmittag alleine sind. Ja, und das schon bedeutet, dass das nur einer der Gründe ist. Ja, es gibt viele Gründe, warum ich los muss. Ein Grund ist, weil die Kinder alleine sind. Und deswegen sage ich schon deshalb, weil die Kinder alleine sind. Ja, er ist wohl deshalb so verbittert, weil er seinen Arbeitsplatz verloren hat. Ja, wir hatten jetzt bei beide Male haben wir die Benutzung des Wortes deshalb, ja, beide Mal deshalb und dann weil.
Ja, wir sagen deshalb, ja, und deshalb steht für den Grund, ja, und dann müssen wir aber noch sagen, was der Grund ist. Und deswegen sagen wir, deshalb, weil, und so weiter, ja. Ich muss jetzt schon los, schon deshalb, weil die Kinder seit heute Nachmittag alleine sind, ja. Ihr könnt das übrigens alles nachlesen auf Wiktionary, ja. Wiktionary, deshalb. Und das vierte Beispiel war, er ist wohl deshalb so verbittert, weil, ja, jetzt kommt der Grund, weil er seinen Arbeitsplatz verloren hat. Und das letzte Beispiel, willst du gehen, weil du müde bist? Ja, vielleicht deshalb. Ich weiß es auch nicht so genau. Ja, warum möchtest du gehen? Möchtest du gehen, weil du müde bist? Ja, der andere sagt, ja, vielleicht deshalb. Ja, vielleicht deshalb. Vielleicht ist das der Grund. Ja, vielleicht, weil ich müde bin. Ich weiß es auch nicht so genau. Ja. Willst du gehen, weil du müde bist? Ja, vielleicht deshalb. Ich weiß es auch nicht so genau. Ja, so benutzt man deshalb. Also wie gesagt, man nimmt mit deshalb Bezug auf den Grund. Ja, das bedeutet, dass man über den Grund spricht. Ja, Bezug auf etwas nehmen bedeutet, dass man über etwas spricht. Ja, ich nehme Bezug auf den Grund. Ja, so benutzt man deshalb. Ja, und wie man deshalb in der Satzstruktur benutzt, ist manchmal schwierig und deswegen habe ich die Beispiele genannt. Ja, merkt euch diese Beispiele und so benutzt ihr das Wort deshalb. Ich hoffe, dies war hilfreich. Hör dir mal den Authentic German Learning Podcast an, ja, authenticgermanlearning.com/podcast. Hör ihn dir an und hinterlasse mir bitte eine Rezensur. Ja, Rating and Review, ja, wie sagt man das auf Englisch, auf Deutsch, ja, ein Review, ja, eine Rezension, okay, das würde mir sehr viel helfen, okay, vielen Dank voraus, danke fürs Zuschauen und bis morgen.